Wirbelkleiden entsteht durch zwei verschiedene Prozesse beim Erwachsenen, durch Verschleißerkrankungen der Bandscheibe, dass eine Instabilität in einer Etage stattfindet, meist zwischen dem vierten und fünften Wirbel. Und zum anderen gibt es bei Kindern ein Wirbelkleiden, wo die Wirbelsäule regelrecht auseinanderreißt, dass also die kleinen Wirbelgelenke nicht mehr Verbindung haben und die Wirbelsäule ins Rutschen kommt.